Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Review. Und klein, das trifft die Sache heute ganz gut, denn heute geht es mal um zwei Minimesser. Die habe ich schon relativ lange in meinem Besitz. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie lange genau, aber ja, grob geschätzt. Doch, ich kann es euch sagen, die kamen nämlich an meinem Geburtstag letztes Jahr an, also nicht ganz ein Jahr. Warum ich euch die zeigen möchte, euch die ein bisschen vorstellen möchte, liegt einfach daran, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese zwei Messer, ja, wie soll ich das jetzt sagen, ein bisschen unterbewertet sind, so ein bisschen beliebäugelt werden, immer mit einem Schmunzel abgetan werden, denn sie sind richtige Winzlinge und ich finde, das haben sie nicht verdient, denn ich benutze die zwei beide, ich benutze sie relativ häufig und ich finde, es sind zwei absolut geniale Schneidwerkzeuge. So, aber, ja, will gar nicht lange schwafeln, um was es geht. Mal wieder Böker Plus und zwar haben wir heute das DW1 und das DW2 im Angebot. Fangen wir mal direkt mit dem Kleinen an und wie immer die technischen Daten vorweg. Wir haben eine Gesamtlänge, haltet euch fest, von genau 7,2 cm, aber gesagt richtige Winzlinge. Und wir haben eine Klingenlänge von sage und schreibe 2,7 cm. Das Ganze, also die Klinge ist aus AOS 8 gefertigt, hat eine Stärke von gerade mal 1,9 mm, hat einen Hohlschliff bei so einer kleinen Klinge. Es ist ein Hohlschliff, seid euch da gewiss. Es hat ein relativ feiner Hohlschliff, wiegt zarte 35 Gramm und besteht, also die Griffbeschalung, aus Seitel, also kein Gizähn. Ganze ist über ein Frame-Lock mit Washern, läuft auf Washern. Nummer 2, das DW2, ein bisschen größer, da haben wir eine Gesamtlänge von 8,2 cm, eine Klingenlänge von immerhin 4,1 cm. Auch AOS 8 Stahl, hier haben wir ein Zehntel Millimeter mehr Klinge laut Böker, was die Stärke angeht, sind wir bei 2 mm. Wir haben 47 Gramm und die Griffschale ist auch aus Seitel gefertigt. Ja, und ich finde, die zwei kleinen Messerchen sind, wie gesagt, so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Die gehen so ein bisschen unter, die werden, wie schon gesagt, immer so ein bisschen beliebäugelt, ein bisschen belächelt. Aber das sind ganz, ganz tolle Teile. Im Übrigen Design von Chet Los Banos, der unter anderem für das sehr berühmte, sehr bekannte Böker Plus Subcom verantwortlich sich zeichnet und auch für das, wenn ich mich jetzt nicht täusche, jetzt müsste ich lügen, für das World Legal, also dieses Messer, das quasi fast überall legal zu führen ist, unter anderem glaube ich, aber ich will mich da jetzt nicht festnageln lassen, sogar in England und da sind ja die Messergesetze unglaublich streng und auch in Kalifornien, da gibt es ja auch Gesetze von wegen Klinge nur so und so lang. Ja, von dem stammt das Design für die zwei kleinen hier. Und wie schon gesagt, es sind zwei richtig tolle Helferlein. So klein sie sind, die lassen sich einhändig öffnen, die haben einen Frame-Lock. Dementsprechend wieder ja, der Witz unserer deutschen Regierung. Dieses kleine Messer mit sage und schreibe 2,7 cm Klingenlänge ist nicht legal in Deutschland zu führen, sage ich gleich dazu. Soll jetzt keine Rechtsbelehrung sein, ich bin kein Anwalt, aber es ist einfach laut Gesetzeslage so. Genauso das hier mit seinen 4,1 cm. Wir haben Einhandöffnung, wir haben eine verriegelte Klinge. Nicht frei führbar, diese Messer. Für was nutze ich sie? Und ich glaube, das ist eigentlich schon fast ja, dem Design geschuldet. Ich glaube, das ist jedem ziemlich klar. Das sind richtig tolle Boxcutter. Also wir haben auch hier Griff, passen, zwei, eineinhalb Finger mit dem bisschen Paracord dran. Kann man es relativ gut in der Hand halten und kann natürlich hier wunderbar ziehende Schnitte machen. Trotz der Klingenform noch recht pointy spitze, sage ich jetzt mal. Die ist ordentlich. Die Dinger kamen auch ordentlich scharf an, sind auch nach wie vor recht scharf, nur übers Leder gezogen immer mal wieder und werden eben bei mir ziemlich häufig zum Kartonszerschneiden, zum Papierschneiden genutzt. Aber auch zum Beispiel zum Paketband aufschneiden, das funktioniert wunderbar. Zum Tesa, also zu dem Klebeband schneiden, funktioniert super.
Klar, dass ich so ein Messer nicht mit in die Küche nehme, um Kartoffeln zu schälen oder um, keine Ahnung, Gulasch zu schneiden, das dürfte auch jedem klar sein. Aber sind tolle, tolle Teile. Das größere hier, das ist ja, für mich mit Handschuhgröße 8 2,5 Fingermesser und auch hier mit dem Paracord wird es eigentlich fast schon volles Vierfingermesser. Liegt unglaublich gut in der Hand. Keine Hotspots vom Clip. Clip finde ich übrigens auch ganz cool, um mal kurz abzuschweifen. Der erinnert mich immer so ein bisschen an einen Geldclip. Habe ich noch nicht probiert. Sollte man vielleicht mal in Erwägung ziehen, das Ganze einfach als Geldclip zu nehmen. Hier zwei, drei Scheine rein und ab in die Hosentasche. Funktioniert bestimmt. Ja, das hier liegt, wie schon gesagt, richtig angenehm in der Hand. Ich habe auch hier eine wunderbare Kontrolle über die Klinge, über die Schneide, über die Spitze. Von daher, ich kann auch hier, um mal so ein bisschen Pro und Contra zu sagen, nichts wirklich Negatives feststellen. Seitel habe ich auch zum Beispiel an meinem Pole Force dran, ist ein ordentlicher Werkstoff. AOS 8 ist für mich für so ein Messer vollkommen in Ordnung. Ja, ist kein High-End-Stahl, ist aber auch kein wirklich schlechter Stahl. Und wie gesagt, ich benutze so ein Messer nicht zum Schnitzen. Wird auch, glaube ich, ja, bei dem vielleicht funktionieren. Bei dem glaube ich jetzt mal relativ schlecht funktionieren, weil ich einfach nicht wirklich gut greifen kann. Von daher für die anfallenden Arbeiten, für die diese Messer gedacht sind. Und auch als EDC, wenn man mal den berühmten 42A außen vor lässt, absolut taugliche Messer. Also das Größere, behaupte ich mal, kommt mit allen täglich anfallenden Schneidaufgaben als EDC klar. Bin ich ziemlich sicher. Das Kleinere könnte vielleicht an seine Grenzen stoßen, wobei da kommt es natürlich drauf an, was mache ich damit. Negatives kann ich da, wie gesagt, nicht wirklich sehen. Frame steht bei allen beiden super. Gucken, ob man das ein bisschen einfangen kann vielleicht. Ich schiebe noch Bilder hinterher, wie immer. Ja, Frame steht super. Kein Sticky Lock. Klingengang, ja, für so ein kleines Teil. Was will man da groß am Klingengang rummeckern? Der funktioniert, das ist gut, dass so eine kleine Klinge nicht von alleine fällt, zumal es auch auf Washern läuft. Braucht man sich auch nicht drüber aufregen, das ist einfach so. Ein klitzekleiner Minuspunkt bei dem größeren ist der Klingenstand, der ist ziemlich miserabel, aber ja, das stört mich auch nicht weiter. Bei dem kleinen ist er, ja, sehe ich gerade, auch nicht der beste, aber absolut im Rahmen, also funktioniert absolut gut. Die Beschriftung, naja, bei so einer kleinen Klinge hat man halt auch nicht wirklich viel Platz für eine Beschriftung. Wir haben hier direkt auf der Schneide das Böker Plus Logo. Wir haben hier die fortlaufende Seriennummer. Hoppla, hier hinten klein AUS 8 und hier haben wir das Logo von Jetlos Banos drauf. Und das war's, finde ich, ist okay. Wie gesagt, bei so einer kleinen Klinge wirkt natürlich allein schon das Logo hier drauf. Relativ groß, nimmt quasi die ganze Klinge, die ganzen 2,7 cm in Anspruch. Hier sieht es ähnlich aus. Wir haben auch hier das Böker Plus Logo. Wir haben auch hier die fortlaufende Seriennummer. Wir haben auch hier AUS 8. Einzigster Unterschied ist, hier haben wir das Jetlos Banos Logo auf der Klinge und nicht auf dem Clip. Ja, das war soweit. Ich denke, die Messerchen sind ihr Geld wert. Auch nicht die teuersten, kosten irgendwas um die 20 bzw. 25 €, wenn ich mich recht erinnere. Teurer sind die nicht. Und dafür absolut okay. Also ich bin, wie gesagt, sehr zufrieden. Ich würde sie mir immer wieder kaufen und hoffe vielleicht so ein bisschen auf diesem Weg ja, die Lanze brechen zu können für diese zwei kleinen Messerchen. Ich würde mich, wie immer, da ich am Ende angelangt bin, über einen Daumen hoch freuen, über ein Abo freuen und verbleibe wie immer mit viele Grüße aus der Pfalz, euer Chris. Thank you.
goes. Captain George Vancouver lights on the coast with a powdered wig and a quill in his hand on HMS Discovery. Shot in the Salish Sea. Cartographer to the English realm. The steady mercantile hand on the helm. Union Jacks on western horizons. The undertow of history.